Ja, gleich startet die Premiere. Die Premiere von Micks Motorsportkarriere, ja. Also wir waren ja am Wochenende in Oschersleben, ja, und haben da natürlich viel, viel gefilmt. Der Mick hat es auch noch nicht gesehen. Er ist hier im Chat gleich dabei. Und mit ihm könnt ihr natürlich diskutieren über all das, was ihr seht. Natürlich könnt ihr auch mich fragen, wie mein Adrenalinspiegel stand, als ich natürlich mit den Crit Girls das eine oder andere Gespräch geführt habe. Ja, es ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis gewesen. Dank IG, die uns das ermöglicht haben. Und ihr müsst dabei bleiben, sowieso, denn ihr könnt heute auch etwas gewinnen, nämlich Karten für das nächste DTM-Rennen. Und wer weiß, vielleicht sitzt der ein oder andere dann neben Mick oder mir auch im Rennwagen drin in der Einführungsrunde und wir erleben Motorsport gemeinsam. Jetzt geht's gleich los, also schnallt euch an, holt euch noch was zu trinken. Wir alle, das ganze Team, freuen uns drauf, wir sind im Chat dabei. Also wir können jetzt Viertelstunde, 20 Minuten uns die Finger heiß chatten, wenn ihr dabei seid, wenn wir auf in Oschersleben richtig die Reifen zum Glühen bringen. Also bleibt dran. Invest money, you have to talk with this guy. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, Sie sehen es, Jürgen und ich mal nicht auf einem Börsentag, mal nicht auf der Invest in Stuttgart, sondern in Oschersleben zur deutschen Tourenmeisterschaft. Ja, heute ist der Startschuss für die aktuelle Saison. Ja, und an der Rennstrecke geht es natürlich genauso schnell zu wie aktuell an der Börse. Ja, und da braucht man natürlich nicht nur Expertise und Erfahrung, sondern ganz klar natürlich auch ein gutes Team im Hintergrund. Ja, und wir sind ja auf Einladung von IG hier, ja, und da geht es natürlich bei IG schnell zu, ja, sehr, sehr schnell zu. IG Sponsor der DTM dieses Jahr und wir schauen mal heute genau nach, Mick, wer der schnellste Fahrer ist, wer den schnellsten Boxenstopp hinlegt. Weil da gibt es nämlich dann von IG auch nochmal Karten zu gewinnen, weil wir fahren ja nicht nur in Oschersleben, sondern genauso halt eben noch auf dem Norris und auf dem Nürburgring. Also, da gibt es jede Menge zu gewinnen für alle Automobilfreunde. Also ich würde mal sagen, Mick, ab ins Fahrerlager. Ab sofort und gleich. Ja, nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Wir sehen uns wieder am 7. bis 9. Juli am Norrisring. Ja, und da freuen wir uns ganz besonders drauf, denn da kann man ja Karten gewinnen. Und zwar, wer kann wirklich richtig raten, tippen oder aus Erfahrung sagen, welches Team den schnellsten Boxenstopp hingelegt hat? Und das wird natürlich präsentiert von IG. Wer macht den schnellsten Boxenstopp? Ihr könnt dabei sein und gewinnen. Also, jetzt Karten sichern für den Norrisring 7. bis 9. Juli und IG macht's möglich. Wir gehen jetzt gleich in das Allerheiligste vom Rennstall Emil Frey. Natürlich, DTM-Fans kennen den Rennstall. Ja, ich persönlich kannte ihn bis heute nicht. Und jetzt schauen wir mal, was da drin alles so los ist. Die letzten Vorbereitungen vor dem großen Rennen. Die starten jetzt. Ich denke, momentan ist es ein bisschen mehr zusammengekommen und besser strukturiert. Was das Engineering betrifft, also den Support direkt für den Fahrer, für das Fahrzeug, der ist immer das Gleiche. Wir haben immer einen Renningenieur und immer einen Dateningenieur für jeden Fahrer. Plus haben wir noch einen Systemingenieur und einen Chief Engineer, also der Chefingenieur, der kontrolliert alles. Das im Hintergrund, das ist übrigens nicht der Sänger Sascha Jung, ja, sondern das ist der Rennsportleiter von Emil Frey. Ja.
Wir sind hier bei Emil Frey in der Box, kurz vor dem Rennen. Ja, hier geht es gleich richtig hektisch zusammen. Ja, muss man sagen, das Auto wird halt eben nochmal vermessen, es wird nochmal überprüft, es wird nochmal geputzt. Die Reifen werden natürlich neu aufgelegt. All das, was natürlich klar fürs Rennen wichtig ist. Also Geschwindigkeit, 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 wie an der Börse, das ist auch hier wichtig. Gerade in den letzten Sekunden, Minuten vor dem Rennen sind natürlich alle hochgradig angespannt. Das ist wie vor der Notenbanksitzung. Ja, so in der Richtung. Ja, also wenn die Notenbanksitzung kommt, da sind sie alle nervös, da sind sie alle vorher da. Und dann kommt die Sitzung, ja, und dann kann man dementsprechend dann auch loslegen. Und mal schauen, ob heute das Rennen genauso rasant ist wie die Börse letzte Woche. Ja, die war sehr rasant, muss ich sagen. Meine neues Allzeithoch, einen Freitag davor. Bei 16.330. Ja, letzte Woche ging es dann runter. Und ihr hört, es ist laut, es ist Krach, es ist Power hier an der Strecke. Und wir sind froh, dabei zu sein. Ja, absolut. Das macht ja uns auch mal ein bisschen Spaß. Und gerade ein Ski zu begleiten, ist uns natürlich auch wichtig. Sieht's aus. Wir bleiben dran. Ben? Kraft schaffen können, eine Rennwagen. Und hier im Hintergrund seht ihr auch unsere Fulderer EDAG. Die sind hier auch dabei, mit am Start. Ja? Ihr kennt sie noch aus dem Fuchsbau. Hallo, nice to meet you. But speaking, asking in German? At the end of the year, we start in okay, English. Okay, we start in English. Terry Vermeulen, ladies and gentlemen, it's your first time to driving on DTM here. Yes, that's right. So making my DTM debut here in Oschersleben, so that's pretty cool. Car is fine? Car is good. Team is good. So let's see what we can do this weekend. And you are happy, I think so. You're well-minded. What is your target for today? The target is to get the most out. We start in P12, so hopefully we can finish in the top 10, get some good points, have some good action here for the fans, so we get full push. Okay, nothing more to say. Sex. Okay. Wir sind hier auch an der Strecke natürlich DTM in Oschersleben und hier ist natürlich eines der wunderbaren Crit Girls. Ja, was schätzt du hier an der DTM so besonders? Also dieses Wochenende natürlich das grandiose Wetter, ansonsten die schnellen Autos, die tolle Stimmung und ja, dass die Saison endlich wieder losgeht. Hast du denn auch einen persönlichen Favoriten hier im Rennen? Ich freue mich, wenn alle sicher ins Ziel kommen, aber Maro Engel würde mir gefallen, Ricardo Feller würde mir gefallen. Doch. Drücken wir gemeinsam die Daumen. So machen wir es. Finger sind gedrückt. Ihr werdet es nicht glauben, aber wirklich, der Mick kommt jetzt in das Führungsauto. Auftakt der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Und wer fährt dem Feld vorweg? Der Mick. Also DTM heute, Pole Position mit der Aktienlust ganz weit vorne. Noch 30 Sekunden und dann geht's los. Sind wir mal gespannt, was wir da jetzt erreichen. Ne? Wie viele Autos haben wir hinter uns? 28 Autos. Ja, viele tausende PS. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ja, also Mick sitzt natürlich jetzt im Führungsfahrzeug. Ja, und ich weiß nicht, ob er wusste, wie schnell das fährt. Ja? Mal sehen, wer da zurückkommt, ob er irgendwie Schüttellähmung hat oder sonst was. Also natürlich werden wir darüber berichten, das ist ganz klar. Ja, die Schlacht ist geschlagen, Mick. Ja. Am Ende des Tages hast du den Pokal übertragen. Und für die erfolgreiche Mannschaft SSR Performance, Mick Knauf, der deutsche Börsenkorrespondent für Stefan Schlund. Ja, war sensationell. Ich habe heute Erlebnisse für mein Leben gehabt. Ja, ich durfte im Safety Car mitfahren. Ja, das heißt, hier auf dem ersten Rennen in Oschersleben, DTM, dann noch ADAC. Sensationell. Und dazu halt eben noch den Teampokal vergeben. Klasse. Also es war ein volles voller Erlebnistag für uns. Ja. Wir sind neue Rennsportfans. Absolut, muss ich sagen. Hey, Jack, nice to meet you. Better in English speaking than in German, I think so. I hope, yeah. Yes, I hope. You're happy after today about qualification? You have a good place, I think. Really, really happy. I think after the practice, we were hoping for a top five because we saw the car was quite strong here. Yeah. But we didn't know what to expect, how much you know, the others might increase the pace. But yeah, we are very happy. But you said it, you're happy with the car?
Yes, yeah. Mm-hmm. Here the car is working quite well because mm-hmm. we have a lot of high-speed corner, which yes. is good for the Ferrari. Mm-hmm. But in the straights, we are not so strong. So if we didn't qualify in the front, it would be very hard to overtake. You yes, know? Okay. And the team is working well? Yeah, yeah, very well. I mean, mm-hmm. I know them since 2.5 years now. Mm-hmm. And we are basically like a family. Okay. Thierry is fitting in and doing yes. a great job also. Okay. So, yeah. When you look after Germany, when you after the streets, where do you live most? More Oschersleben, more Nürburgring, more Nürburgring. What do you like most? I really like the region around the Nürburgring, of course. Yes. But my favorite circuit probably is more Hockenheim Ring. Mm-hmm. Nürburgring, I'm really interested to see because I was never there before. So okay. it will be my first time this year. Oh, nice. And last question, what's your target for today? To win the race, of course. my friend Pereira is in yes. front of me, and yes. I have Mirko also behind me that I know really well. We were all teammates at one point, so I hope we have a nice clean fight. Yeah. Okay. Good luck. Haben Sie auch mit Profis hier zu tun. ADAC kennt natürlich letztlich jeder. Ja, dazu halt eben die Emil Frey Gruppe, Europas größtes Autohaus, wie ich immer sage. Zwei junge, dynamische Fahrer und der Fabi an der Kaffeemaschine hinter uns. Nur noch Profis um uns herum. Und was bleibt am Ende? Danke sagen an IG, ja, dass IG uns hier eingeladen hat, hier natürlich für IG auch ein bisschen das alles medial zu begleiten. Ja, wir freuen uns sehr. Und hier nochmal ist natürlich Head of Marketing von IG. Also Ferhat, nochmal vielen Dank, dass wir dabei sein wieder. Wir haben zu danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Macht immer Spaß mit euch. Bis bald. Und nicht vergessen, ihr könnt noch Karten gewinnen, ja? Wer hat den schnellsten Boxenstopp? Bei IG draufgehen, Karten gewinnen und dann eventuell zum Nürburgring oder zum Nürburgring fahren. Und wer weiß, vielleicht sind wir da wieder im Rennwagen. Das könnte sein. Wie viel Timing ist denn? Also ich muss es sagen, wie es ist. Ich habe von Investment so viel Ahnung wie wahrscheinlich ein Schwein vom Klettern. Also das bedeutet nicht ganz so viel. Aber es hat doch auch viel mit Timing zu tun. Oder am richtigen Zeitpunkt, richtiger Ort, richtiges Gefühl. Gefühl nicht wissen wahrscheinlich. Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn man halt eben mit gewissen Finanzstrukturen oder mit gewissen Finanzinstrumenten wie CFDs umgeht, ist Timing das A und O. Das ist die Number One, aber halt eben auch das Team dahinter, was dir nicht nur die Plattform bereitet, sondern was dich halt eben auch durch die Schwierigkeiten des Marktes lotet. Ja, heute haben wir auch gesehen beim Motorsport, also gerade beim Rennen, es wurde viel auch beim Boxenstopp, den ihr ja auch präsentiert, den schnellsten ja, Boxenstopp, ja. da wurde sehr, sehr viel entschieden. Also man hat gemerkt, wenn dieses Segment nicht stimmt, dann ist das ganze Rennen gegessen. 7 bis 9 Sekunden und du hast es eben gesagt, da lagen aber heute ein paar drüber, glaube ich. Alles erfahrene Menschen, aber Fehler können passieren. Es ist so, ja. Und die können dir natürlich auch im Trading passieren. Das heißt aber nicht, dass du ab sofort dann aufhörst, Motorsport zu betreiben oder ab morgen keine Reifen mehr wechselst, ja. Das heißt, da musst du dich wieder zusammenreifen, das Team zusammenschweißen und dann wieder ab auf die Piste und der nächste Boxenstopp steht bevor und der funktioniert dann auch. Was würdest du jetzt Menschen raten, die wenig Ahnung haben, wie ist denn so dieser klassische Einstieg dann? Ja, indem ich mich halt eben ganz einfach informiere. Ja, meine, ich kann klar direkt mal 10.000 Euro nehmen und die reinschmeißen, die sind dann aber auch relativ schnell weg. Ja, das heißt, ich brauche eine Info, ich brauche Guides, ich brauche ein Team um mich rum. Werde mich mal informieren. Ja, mach das mal. Wir haben ja jetzt, ihr begleitet uns ja, ja. die ganze DTM-Saison ja, über. Ich habe schon gehört, meine tolle Sachen dabei, Nürburgring dabei, Nürburgring mit dabei, Sanford mit dabei. Also, Sanford, oh. Warst du schon mal in Nein, Sanford? Noch nie. Also jeder, der vielleicht noch nicht geplant hat, aber Zandvoort kann ich wirklich, das ist so schön. Ja. Also da spürst du, wenn der Wind geht, kommt Sand auf die Strecke vom okay. Meer. Okay. Es gibt wunderschöne Beachbars, das Rennen ist also einfach eine Legende. Also die ganze Strecke, ich freue mich da drauf. Nein, es ist ja natürlich auch interessant, was sich so in der DTM getan hat. Die Begrifflichkeit DTM, die gilt ja in Deutschland was. Und dass jetzt tatsächlich der ADAC das als Schirmer übernommen hat. Ich denke, das macht alle Ehren. Wenn ich dich jetzt nach Investment-Tipps frage, nee, das weiß ja eh alles. Aber wer ist denn dein Meister-Tipp? Wer wird denn DTM-Champion 2023? Oh, da bin ich echt schwach so, auf der Lunge, auf der Brust, das sag ich dir ehrlich. Was würdest du sagen? Ja, also ich würde mich natürlich logisch für die Emil-Frei-Gruppe sehr, sehr freuen. Ja, ganz klar. Ich meine, die haben ein tolles Auto, die haben zwei tolle Fahrer dabei. Ja, die haben ein klasse Team. Ja, also von daher, das ist natürlich schon etwas, was ich natürlich sehnlichst herbeiflehen würde. Ähnlich wie ich natürlich heute auch dem BVB gönne, dass er mal deutscher Meister wird. Ja, also es würde mal Zeit, meine Damen und Herren. Menschen schütteln.
Menschen hier. Das ist ja heute passiert. Das sind alles Bayern, die da sitzen. Sind wir gucken. Oder so, mal kurz genau. Draufschauen. Ja. Ja, genau. Wir gucken jetzt auf jeden Fall. Also es ist ein schönes Stichwort. Ich danke dir. Ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich... Eine große Freude. In dieser Saison noch das ein oder andere Mal hier in diesem wunderschönen Location sehen. Ich sage Dankeschön, ich sage danke für die Aufmerksamkeit und dann gucken wir mal, wer jetzt Meister wird, heute schon beim Fußball. Und DTM wissen wir dann Ende Oktober, wissen wir das dann. Ja. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Time for Champagne! Ausschaut, ja. Das ist ja das Wichtigste. Du schaust immer gut aus. Ja, danke.